Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute gehen wir einen Themenweg, und zwar den Gräventaler Weg. Er ist etwa 21,5 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann bleibt dran. Momentan orientieren wir uns laut Navi, denn die Beschilderung ist momentan etwas bedürftig. Wir mussten gerade wegen einer Umleitung etwa 800 Meter lang an der Landstraße entlanglaufen. Und dies war überhaupt nicht. Sehr gefährliche Passagen dabei. Dies hätte man besser lösen können. Momentan laufen wir parallel zum Saarland-Rundweg. Heute ist es schönes Wetter. Das letzte Mal, wo ich hier war, hat es geregnet ohne Ende. Wir sind gerade durch Bebelsheim gelaufen und sind an der Wanderhütte Jungholzhütte vorbei. Diese hatte leider zu. Nun müssen wir uns ein Plätzchen suchen, um eine kleine Pause zu machen. Wir haben auch den höchsten Punkt nun erreicht. Nun geht es bis fast zum Ende nur noch geradeaus. Momentan laufen wir durch den Europäischen Kulturpark. Ist auf jeden Fall lohnenswert. Leider macht dieser aber erst am 30. März wieder auf. Momentan laufen wir durch Bliesbrück. Bliesbrück ist in Frankreich und ich muss auf die Toilette. Und ich habe keine Möglichkeit. Ich hoffe, da kommt bald was. Oh Mann.
So langsam kommen wir wieder zum Ende unserer Tour. Die Tour hat uns soweit gut gefallen, vor allem wegen den schönen Aussichten und den schönen Tälern. Der Weg ist auf jeden Fall für Anfänger geeignet mit sehr guter Kondition, denn 22 bis 23 Kilometer muss man schon durchhalten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann einfach einen Daumen hoch und wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, einfach eins dalassen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. So, ziehen wir noch der Jumper ein bisschen platt. So. Kann ich. Start die ganze Zeit schon. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute gehen wir einen Themenweg, und zwar den Gräfintäler. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute gehen wir den Gräfintaler Weg. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute gehen wir einen Themenweg, und zwar den Gräfintaler Weg. Er ist etwa 21,5 Kilometer und ich habe gestottert. Leck mich doch am Arsch. Nee, danke. Wir mussten gerade etwa 800 Meter an der Landstraße entlang laufen. Wir mussten gerade 800 Meter an der Wir mussten gerade 800 Meter etwa an der Landstraße entlang laufen. Dies war etwas gefährlich mit Passagen. Momentan laufen wir parallel zum Saarland-Rundwanderweg. Momentan laufen wir parallel, da scheint die Sonne drin. Momentan laufen wir parallel zur zweiten Etappe des Saarland-Rundweges. Diesen Weg habe ich nicht so schön erinnert.